Wenn man sich unsere Welt so ansieht, da fühlt man sich manchmal ein bisschen seltsam. Es ist nicht immer so ruhig wie in so einem Moment. Normalerweise ist das Leben hektisch, voller Geschäftigkeit und ohne Ruhe. Man muss lernen, mit diesen kleinen Momenten der Ruhe auszukommen. Das ist nicht einfach. Aber man muss für eine Weile von der Hektik Abstand gewinnen und einfach nur mal stehen bleiben und den langen Weg vor sich betrachten. Doch irgendwann hilft das Rasten auch nicht mehr. Man muss weiter. Weiter auf dem langen Weg des Lebens. Oft ist man rastlos unterwegs, ruhelos. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Man weiß nicht, wie man dem begegnen soll. Diese Ruhelosigkeit durchs Leben zu gehen, kann einen irgendwann krank machen. Man muss sich besinnen und auf die Dinge schauen, die einem wichtig sind. Wenn man auf die bereits geschaffte Strecke zurückblickt, dann ist man oft versucht, wieder umzukehren, sich neue Ziele, neue Prioritäten zu setzen, etwas anderes zu versuchen. Aber wenn man dann nach vorn schaut, dann schlägt der lange Weg oft Kurven. Und diese führen an anderen Dingen vorbei, die neue Möglichkeiten eröffnen, die Glück verheißen können und Abenteuer. Für was auch immer man sich entscheidet, tief im Inneren ist es die richtige Entscheidung.